zurück bei Säulen der Erde. Wir stehen immer noch auf dem Marktplatz, kommen gerade aus der Küche und gehen jetzt mal, ich hatte gesagt, im Uhrzeigersinn, ne? Hier hinten genau, Kreuzgang, da waren wir. Küche waren wir jetzt auch. Ah, warte mal, ich sehe gerade, ich verdecke ja die Mission. Lass mich mal die Facecam nochmal ganz fix verschieben. Ab nach oben mit dir, Facecam. Achso, das geht so gar nicht. Ach, ich verblende einfach mal zeitweise mein Overlay dann. Was soll, oder ich mach das? Ja, doch, komm. Soll der Geiz, wird das Overlay einfach mal ein bisschen überblendet. Tut auch nicht weh. So passt es. Dann verblende ich die Mission unten nämlich nicht. Ah, hast du den Spieltitel geändert? Ja, habe ich. Habe ich geändert. Danke für den Hinweis. Merci beaucoup. Ist alle angepasst. So, Markt. Hier waren wir schon, hier waren wir schon, hier waren wir schon. So. Bunte Stoffe, die waren wir auch schon. Waren wir nicht überall schon? Haben wir alles schon gemacht? Die Bibel. Philipp sagt, sie soll sie lesen. Oh Gott. Kann ich wegschmeißen hier. Huhn, fress die Bibel. Kann doch nichts mit dir machen. Okay. Meine gute alte Steinschleuder, die ist wichtig. So, in der Kathedrale gibt's nur Arbeit. Da wollen wir nicht hin. Um die Kathedrale herum waren wir auch schon. Das heißt, wir gehen mal den Weg hier raus, ne? Warum auch nicht? Und dann ja, noch drei Missionen vor uns. Oh, Philipp kommt mit. Nicht Philipp. Ach, wie hieß denn der Dotz nochmal hier? Wie hieß der denn nochmal? Wie hieß der nicht Philipp? Wie hieß der Junge? Jonathan. Der junge Jonathan. Jonathan zu Kingsbridge, bitte. Straße nach Norden. Eines Tages werde ich nach... Was, wohin? Wenn der Krieg vorbei ist. Aha, aber nicht heute. Nach... Gloucester. Das ist dieses komische... Diese Wörter werden so komisch geschrieben, dass das Wort Gloucester heißt. Gloucester. Gloucester geschrieben, Gloucester heißt es. Elienas Haus. Oh, wir wissen, wo sie wohnen. Erinnere mich, wie ich das erste Mal an die Tür klopfte. War so nervös. Nachdem du 2 Stunden lang unter ihrem Fenster gestanden hast. Wir wissen das doch alle. Soll ich einfach klopfen? Noch nicht klopfen? Klopfe an Elienas Tür. Warum nicht? Klopf doch mal an. Na, dann wollen wir mal. Niemand zu Hause. Was? Aljena ist nicht zu Hause. Ich frag mich, wo sie ist. Sie hat einen anderen. Ganz klar, eindeutig. So. Die Stadt Kingsbridge wächst immer weiter. Alte Mönche vertragen den ganzen Lärm nicht. Nur an Sonntagen ist es ruhig. So, was haben wir hier? Was? Die Walkerinnen? Ach so, naja. Harte Arbeit. Aljena bezahlt sie gut, aber es bleibt sehr harte Arbeit. Die machen die Wolle fettig. Oh, das ist immer schlecht. Ja, genau. Ganz böse oben hier. Der Arme. Der arme Jackie Boy. Guten Tag, die Damen. Ha! Wenn das nicht der hübsche Jack ist. Bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? Eigentlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände. Vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird Aljena sich neue Walkerinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mach nur mal Pause, in Ordnung? Viva la Revolution! Aljenas Walkerinnen haben es ja schon in den Händen. Alter, das ist so Knochenarbeit. Gut, dass es das heutzutage jedenfalls bei uns nicht mehr gibt und wir da alle eine Maschine haben. Aber garantiert, irgendwo auf der Welt wird es immer noch genauso gemacht. Ins Becken pissen und dann schön drauf rumstampfen.
Das Beste ist, nachher zieht man sich die Wolle auch noch an. Das macht Spaß. So, Straße zur Brücke. Hier können wir anscheinend auch rausgehen. Mehr geht hier nicht. So ein wenig. Kloster kommen wir her. Mühle. Lass uns erstmal zur Mühle gehen. Kommen wir, Jonathan? Immer brav hinter mir. Ach, Jack, renn doch nicht so. Jonathan kommt gar nicht hinterher. Was bist du denn für ein Aufpasser? Die ist repariert worden. Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit... Aljena! Ey, gefunden. Ja? Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Alina, blicke auf. Jack, blicke auf. Ach, jetzt kann ich beide steuern. Null. Ich kann entscheiden, ob ihre Blicke sie treffen. Oh, wie süß. Komm, Jack guckt nochmal schüchtern runter. Jetzt guckt Alina auf. Jetzt guckt sie wieder runter. Nein, scheiße, ich hab mich verklickt. Nein! Und... wie geht es euch beiden so? Scheiße. Oh, naja. Alina, solltest du nicht arbeiten? Jack, sag ihr, dass du sie magst. Skelett quickly hier. Solltest du nicht arbeiten, Jack Builder? Wir? Ach, mein junger Freund ist heute gerade mit seinen Mönchsoberen aneinander geraten und braucht eine kleine Pause. Ah, so ist das. Vielleicht hast du dann ja Lust, einmal für mich zu arbeiten, Jonathan. Kinderarbeit. Nun ja. Nun ja. Jonathan! Er ist hier. Ich komme. Jack liebt dich. Betze! Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Genau. Jetzt mal Fat Face Palm. Kalt, 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 kalt. Meine Bibel ist weg. Scheiße. Tut mir leid, aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Aber wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Noch. Du hast die Kathedrale abgefackelt. My Lady. Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeigt er es auf eine seltsame Art. Finally. Im zweiten Buch schon. Gibt's ja gar nicht. Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich... weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich war verpflichtet. Ich weiß. Ach ja, ach nee. Die tun ja so, als ob sie Geschwister wären. Ach ja. Da ist ja noch ein kleines bisschen komplizierter. Wenn man fast schon GZSZ-Niveau erreicht hier. Alina, hast du dich wieder mit Tom gestritten? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Immer noch nicht, oder? Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Ja, hat sie auch. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred.
Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Ist doch nicht meine Schuld, dass Alfred etwas langsamer ist. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Mag sein. Voll fies. Sei nicht sauer auf Tom. Ah, wir können es mal fortsetzen. Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Hallo? Kathedralen? War doch hier der Sammelpunkt aller Leute. Hoffnungsgebend. Vereint Gesellschaften und. Geht ja gar nicht mal nur um den Gottesglauben da drin. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Das kann natürlich sein, weil dann ist sie wieder in dem alten Leben gefangen. Adel verpflichtet nun mal. Dein Vater hat es gut gemeint. Da bin ich mir sicher. Ach ja? Er hat nie jemanden geliebt. Nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Ja, der Bruder, also sie war ja mit ihrem Bruder bei ihrem Vater im Knast. Der wurde ja verurteilt, also quasi so lange gefoltert und eingesperrt, bis er gestanden hat, was er eigentlich nicht getan hat. Dass er halt ein Verstörer gegen den König war. Weil er wollte ja die andere, die Tochter des vorherigen Königs, wollten die auf dem Thron sehen. Aber jetzt ist ja der Bruder auf dem Thron. Und dann ist sein Bruder, und die haben beide einen Schwur geleistet, dass sein Bruder also erst so lange nicht aufgibt, bis er wieder Graf ist, was sein Vater war, was ja vor ihm von den Hamleys genommen wurde. Die haben die ja einfach überfallen und die Grafschaft an sich gerissen. Und sie hat den Schwur geleistet, ihren Bruder dabei zu unterstützen, bis er es geschafft hat. Ne? Und, ja, Schwüre damals und so gegen Eltern, das halten ja natürlich alles ein. Und jetzt ist der Sohn, ihr Bruder, irgendwo bei irgendwem Knappe geworden, vielleicht mittlerweile auch schon Ritter, keine Ahnung, das kam noch nicht vor in der Story, und kämpft jetzt wohl für den König, weil für wen sonst? Ne? Kannst ja nur für den König kämpfen oder gegen den König. Und dann werden die bestimmt nicht mehr Graf, wenn man gegen den König kämpft. Ich kann mich aber an die Liebesgeschichte von den beiden, so wie sie jetzt abläuft, nicht erinnern. Entweder habe ich das vergessen oder im Buch war das anders. Ich glaube, das geht im Spiel ein bisschen schneller. Im Buch ging das, glaube ich, nicht so schnell. Alina, hast du immer noch die Bibel gelesen? Das ist, glaube ich, dir fehlt, glaube ich, nicht, oder? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Vielleicht sollte ich dann Mönch werden. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch. Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amores von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Vielleicht gibt es die Amores von Ovid im Skriptorium. Ja, da steht das garantiert.
Die haben bestimmt irgendwo eine ab 18 Abteilung in dem Skriptorium. Jack, sprich über deine Probleme. Wie heißt das Buch nochmal? Ach Quatsch, wir lenken jetzt nicht ab. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein, weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist wie mit dem Wollhandel. Es ist wie Bildhauerei. Ach komm, gib mir Jack auch mal einen Punkt. Es ist wie Bildhauerei. Ja? Wenn ich einen Stein ansehe, kann ich mir vorstellen, was daraus werden könnte. Kragsteine oder Eichhörnchen. Es ist so, als ob ich es schon sehen könnte. Aber nur wenn man daran arbeitet, lernt man, was man damit machen kann oder nicht. Behaut man den Stein falsch, zerbricht er. Macht man es richtig, kann etwas Großartiges daraus werden. Also, wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir sicher sind, dass wir nichts zerbrechen. Richtig. Ich wette, für die Säulen kann man nur den besten Stein verwenden, oder? Weil sie das ganze Gewicht tragen. Genau. Darum hacken Tom und Philipp auch so auf dir herum. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Oh. Friede, Freude, Eierkuchen. Gleich kommt wieder eine Tragödie. Die kann nicht mehr weit weg sein. Eines Tages werden wir ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen allen. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Ein paar Geheimnisse haben sie ja noch. So, was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Leute, beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Hört doch! Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben für mindestens einen Monat. Für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Immer noch. Ich hab doch gesagt, da kommt eine Tragödie. Ich hab sie gerochen. Na gut, ich hab die Bücher gelesen.
Aber ich weiß auch wieder, ich wusste eben nicht, welche Tragödie gleich kommt. Aber ja, ich erinnere mich wieder, was hier passiert. Die Heimleys haben mal wieder Scheiße gebaut. So, Alfred. Was haben wir für eine Quest? Suche das Buch für Ellie, okay. Ich liebe ihn wie einen Bruder, aber er treibt mich in den Wahnsinn. Hält sich für den Größten, weil er jetzt Meister ist. Hey, nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Was? Was habe ich gesagt? Du weißt, was ich meine. Über Aliena? Was schert es dich, wenn ich sie zur Frau nehme? Du kapierst es einfach nicht. Ach, Alfred, Alfred, Alfred. Sieht verloren aus, hat Angst vor Höhen, wie Philipp. Was trägt er da? Suchst du nach jemandem? Ich soll das Brot hier unserem Kantor bringen. Er verbringt den Tag heute oben auf der Baustelle. Aber wie soll ich da nur jemals hochkommen? Höhenangst, was? Soll ich für dich gehen? Nein, nein, ich werde das schon schaffen. Ich brauche nur etwas Zeit. Weil wird das Brot schlecht. Tryptophan haben wir uns schon angeschaut. Wespennest kennen wir auch. Da ist der unvollendete Kragstein. Das Gesicht stimmt noch nicht. Philipp wollte einen Blick voll Demut, Liebe und Sorge. Aber ich glaube, jetzt können wir da aktuell eigentlich dran weiterbauen. Oder, gucken wir mal. Ne, können wir nicht. So. Bauleute grüßt Jonathan. Verbringt zu viel Zeit mit den Mönchen, wenn er wohl nach seinem Vater fragen wird. Ach wann, erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Der Anfang des Spiels. Alles in Ordnung, Jonathan? Schneidige Massen, steh auf, erkläre, dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Nein, das gleiche nicht. Schlimm genug, dass er mitbekommt, dass wir nicht arbeiten. Er muss nicht auch noch belogen werden, dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Diese Lektion wird er nicht lernen. Nicht von mir. Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earls Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Du sagtest, du wärst mit deinem Kragstein fertig. Was ich gesehen habe, sah aber nicht fertig aus. Es ist schwierig. Ich brauche mehr Zeit. Er muss aber heute fertig werden. Wenn du es nicht schaffst, muss Alfred ran. Das ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Wow. Wir können doch nicht einfach so droppen. Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Nee. Hätte nicht. So, warum bin ich eigentlich schon wieder hier? Ah ja, ich soll zu Aliena zum Haus, ne? Aber jetzt will ich mich nochmal woanders umgucken. Und ich muss nochmal irgendwas für die Ladies da finden. Das heißt, erstmal gehe ich nochmal zur Mühle. Da konnte ich ja eben nicht weiter. Da wurden wir ja unsanft, ja quasi sanft aufgehalten.
So, nochmal zur Mühle. Oh, aber was wir in der Mühle finden, das gucken wir uns in der nächsten YouTube-Folge an. Bei Twitch, wie immer, geht's gleich weiter. Nicht den Kopf verlieren. Ciao.